Willkommen zurück zu Gato Roboto! Heute werden wir mal eine andere Palette ausprobieren. Und zwar die sanfte. Wir hatten in der letzten Folge die Rinde und der ersten Folge Standard. Ich denke, das wäre ganz cool und interessant, wenn wir jede Folge mal eine andere Palette ausprobieren. Zumindest, wenn wir zu dem Zeitpunkt welche haben sollten. Und, ja. Ich weiß nicht, wo es lang geht. So sieht es momentan aus. Ach, verdammt. Nein. Das habe ich nicht gesehen. Nein. Ich muss mich reparieren. Nein. Ich muss nur zurück und schnell reparieren. Okay. Das Wasser da unten nicht gesehen. Das war das Problem. Ja gut, ich weiß ja nicht, wo es lang geht. Also hier geht es nicht lang. Da ist ein Wasser und da komme ich nur mit meiner kleinen Katze durch. Was ist hier? Hier sieht es nicht so gefährlich aus. Wir sind gar keine Gegner. Hier ist doch entspannt. Joa, hier ist gar nichts. Hier können wir lang. Naja gut, okay. Bis hierhin und nicht weiter. Alles klar. Dann, okay, keine Ahnung. Hier geht es vielleicht auch hier hinten weiter. Da muss ich vielleicht abspringen von meinem Suit. Ich dachte, hier wäre es jetzt ziemlich unsicher. Ist es auch. Hä? Okay, bin durch. Oder durchgehuscht. Oh! Cool. Okay, das war überhaupt nicht geplant. Ich meine natürlich, das war alles geplant. Ja, alles geplant. Das auch. Genau. Richtig. Ich wusste nämlich von Anfang an, was ich hier mache. Genau. Ha. Okay, das funktioniert. Ich kann hier rüberspringen. Aber da kann ich ja nicht durch. Da muss ich dann wieder mit Kiki durch. Okay. Ja, das ist jetzt ein Frosch im Wasser. Wenn der mich jetzt trifft, bin ich Geschichte. Was ist das denn da unten? Oh, oh Gott, das sind Bomben! Oh, das sind Bomben. Yay, Speicherpunkt! Alles klar. Dann sollte hier in der Nähe unser Ziel sein. Oh ja. Wieder so ein Ding. Ich kann es auch so erwischen. Cool. Bam. Oh oh. Komm auf uns zu. Oh oh. Oh no, 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 no. Komm zurück. Eigentlich soll man da in der Mitte kämpfen. Ja, komm. Gehen wir auch in die Mitte. Wie es gedacht ist. Oh, oder? Und wir gehen hier rüber. Ja, geht vielleicht das, hä? Verdammt, ich treffe ihn nicht mehr. Ah, jetzt hab ich getroffen. Zack. Okay, irgendwie treffe ich ihn nur manchmal. Ja, so treffe ich ihn zum Beispiel nicht. Autsch. Oh, jetzt zerstört mich richtig. Gut, dass wir die Upgrades haben, aber... Yeah. Und die Upgrades, glaube ich, hätten wir hier... hartes Spiel gehabt. Jetzt war es ein leichtes Spiel. Cool. Und wir sind angekommen. Es ist noch ein Abfluss übrig. Hm. Bleib am Ball, Kiki. Du schaffst das. Aber natürlich schaffen wir es. Wir heißen nicht umsonst Kiki. A.K.A. Gato Roboto. Das ist unser Codename. Denn wir sind ziemlich cool. Wir haben einen eigenen Codename. Na, hab ich mir nur gerade ausgedacht. Weil das Spiel heißt ja Gato Roboto. Na, wie auch immer. Jetzt können wir hier lang. Das ist aber nicht so nett. Nee, ist nichts. Ich dachte, da oben gibt es noch was. Nope. Pff, okay. Was gibt es hier zu erkunden? Da kann man runter. Cool. Kiki hat ein Kassettenmodul erhalten. Du hast die Palette Steuerbord freigeschaltet. Wechsle in dein Menü, um sie auszuprobieren. Ende und aus.
Cool. Ja, die können wir ja dann in der nächsten Folge ausprobieren. Jetzt können wir erstmal den hier spielen. Ja, nächste, in jeder Folge so eine Palette. Das hat was. Ja. Ah, ich kann einfach rüber. Ja gut, ist sowieso egal. Zack. Und jetzt sollten wir weiterkommen, oder? Wir können hier runter. Und dann, boom, kommen wir hier hoch. Bäm. Oh. Oh. Habt die Fische leider kein Zuhause mehr? Ihr seid sowieso böse. Ihr verdient kein Zuhause. Bye, bye. Okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier runter, oder? Nein? Nein, hier ist immer noch Wasser. Oh Gott, traue ich mich das? Oh, hier sind Bomben. Oh no. Überall. Wo geht's denn überhaupt lang? Oh Gott, das sieht sehr gefährlich aus. War ich überhaupt richtig? Vielleicht. Hier komme ich nicht lang. Ich muss hier lang. So. Autsch. Oh. Wahrscheinlich muss ich hier nach rechts, oder? Aua. Muss mal aufpassen. Ich bin so. Leben am Limit haft. Oh. Ha. Nicht getroffen. Alter, Alter. Hey, hey, hey. Entspann dich. Entspann dich. Ein Leben. Jetzt muss ich aber wirklich aufpassen. Ist irgendwo Heilung? Irgendwas? Please. Oh oh. Das war mir irgendwie klar, dass hier irgendein Kampf ist. Okay, der Frosch ist irgendwie gefährlicher, finde ich. Okay, er ist besiegt. Ist hier noch jemand? Ja. Wow. Aufpassen. So, und jetzt habe ich dich. Yes. Oh yeah, oh yeah. So, und jetzt können wir hier lang. Ja, ich dachte mir schon, hier ist bestimmt was zum Speichern. Schön, schönes Ding. Alright. Oh, haben wir schon geschafft? Ah ne, was ist denn, damit das aufgeht? Alles klar. Das Spiel ist ziemlich cool bisher. I like it. Ich glaube, ich muss mit Kiki wieder hier runter. Ja, genau. Ich muss schon sagen, Kiki ist nicht nur sehr stark mit ihren Pfoten, sondern kann mit ihren Pfoten auch an Wände kleben. Also, das ist schon sehr, impressive, finde ich. Sehr erstaunlich. Wo sind wir im Netz? Okay, wir sind weiter unten. Ah, Wasser. Ja. Schlau. Okay. Aha. Hier wieder in das U-Boot rein. Nicht UFO, sondern U-Boot. Das habe ich auch verstanden. Kiki, ich erhalte einen seltsamen Wert. Ist das eine Sackgasse? Oh, ist es wieder eine Maus? Ekelhaft. Will ich mir wieder was ein? Kiki! Merze sie aus! Okay! Oh mein Gott. Ist die Maus nicht unser Wale? Der Bösewicht in diesem Spiel? Wer weiß. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich überleben möchte. Und diese Maus sehr, strong ist, sehr stabil. Ich muss ja wirklich aufpassen, ich kann die ja kaum erwischen. Oh 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 oh. Okay. Wow, 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 wow. Okay, das gefällt mir überhaupt nicht hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, das ist ein schwerer Bosskampf. Ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwo ein Upgrade holen müssen. Ich bin im U-Boot nicht so stark. Und habe auch keine Raketen.
Vielleicht ist das extra so, damit das schön schwer ist. Ah, jetzt kann ich hier richtig eine reindonnern. So, jetzt habe ich den Punkt gemacht. Wow, damit ich besser ausweichen kann. Schön auf die Taste, Mann! Wow! Wow! Knapp! Nein! Zwei Leben! Du aber auch! Und das heißt, du bist vor mir down! Kiki, das hast du toll gemacht! Und dieses Rattenproblem werde ich definitiv in meine Gerüchte wählen. Lass uns aufbrechen. Der letzte Abschluss liegt vor dir. Miau! Yay! Hoch da! Du musst es irgendwo sein! Oh, hier können wir speichern. Hier ist es! Dann machen wir es mal auf oder zu, je nachdem. Das ist der letzte! Gut so, Kiki! Cat out of water Achievement. Es ist Zeit, zum Nexus zurückzukehren. Okidoki. Dann machen wir das mal, was Herrchen sagt. Ja, speichern ist ganz gut. Jetzt müssten wir hier runter können. Genau. Oh. Hallöchen. Bäh. Wo müssen wir denn lang? Oben und nach unten geht's lang, aber hier hoch können wir nicht. Wir müssen nach unten. Ja, wir müssen nach unten. Ah, hier rechts. Oh, Kampf! Ein paar Monster wollen sich beweisen. Oder eher Roboter und Frösche. Bäm, aber ihr könnt rein gar nichts. So, was ich kann, ist was Neues. Kiki hat einen Drehsprungmodul erhalten. Kiki, du hast das Drehsprungmodul. Drücke in der Luft A, um Lücken zu überwinden und Gegnern Schaden zuzufügen. Du motzt diesen Anzug richtig auf. Ende und aus! Oh, wie cool! Okay, das ist richtig cool. Aua. Ah, ich kann auf die Gegnerspin jumpen. Okay, ich finde das einfach gerade richtig cool. Irgendwie. Komm runter! Bam. Das müssen wir frei sprengen. Gott. So. Du springst weg. Dann können wir hier hoch. Das ist ja auch angezeigt. Ja, Drehsprung. Okay. Okay. Und wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir jetzt irgendwie einen Rückweg finden oder wie? Ich laufe eigentlich nur die ganze Zeit geradeaus weiter. Wie es halt gerade passt. Ich schätze mal, wir finden gerade einen Rückweg. Habe ich recht? Wirkt auf jeden Fall so. Und diesen Ort kennen wir auch schon. Also ich denke mal ja. Ach warte, vielleicht können wir so lang. Ja. Okay, nach links müssen wir. Links gibt es auch noch ein paar Räume, die ich nicht erkundet habe. Okay, das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Mhm. Da geht's aber nicht klar. Ich möchte gerne 100% schaffen, wenn es geht. Egal wie lange es dauern wird. Was bist du denn da? Verdammt. Jetzt hab ich's gemacht. Aua. Aua! Oh Gott! Zu viele Treffer. Ich muss sowieso nach unten. Ah, dumm. Einfach dumm war das gerade. Hat sich absolut nicht gelohnt. Bye bye. So. Oh, Stacheln. Ich muss doch nicht nach unten. Das ist mir anscheinend, ne? Okay.
Wir sollen das wahrscheinlich so machen, oder? Wieder so ein Ding. Nee. Ich glaube, das können wir noch gar nicht schaffen. Ich glaube, wir können da gar nicht mehr zurück. Schade. Obwohl, warte, vielleicht wieder von oben. Oben sehe ich gerade auf der Map geht's auch. Also von hier aus nach oben. Naja, hier links. Hier müsste es auch noch gehen. Oh, cool. Bye bye. Habe ich recht? Jein. Theoretisch ja, aber es wird ein bisschen dauern. Ah ne, gar nicht. Nein, geht gar nicht. Was ist denn hier? Was ist das? Laborlogbuch von Dr. Heinrich, Tag 424. Diese Arbeit ist sehr beschwerlich. Die Verteidigungswaffen, die wir für sie entwickeln sollen, sind unmenschlich. Ich verstehe nicht, wie etwas, das so viel Zerstörung verursacht, im Namen der galaktischen Sicherheit erschaffen werden konnte. Ganz zu schweigen vom Sicherheitspersonal. Wegen diesen Leuten fühle ich mich, als wäre ich wieder an der Akademie und würde alleine zum Mittag essen, während sie Scherze auf meine Kosten machen. Nur gut, dass mein Vertrag hier nur noch ein Jahr läuft. Ich hoffe, mein Fleiß wird helfen, die Zeit schnell vergehen zu lassen. Aha. Interessant. Kommen wir nur als Kiki durch. Wollen wir nochmal sehen, was es hier gibt? Kassettenmodul! Du hast die Palette Hafen freigeschaltet. Wechsle in dein Menü, um sie auszuprobieren. Ende und aus. Wow, wir finden wirklich viele von denen. Ob ich sie alle zeigen kann? Gerade wird es nicht so. Kriegen wir wirklich viele. Okay. Okay, warte. Ich kann mal kurz gucken, ob es noch möglich ist. Ich würde nämlich gerne erst in der nächsten Folge dann weitermachen mit dem Spiel. Also erst in der nächsten Folge zum Roboter zurückkehren. Und auch in der Folge schauen, was es drüben gibt. Oh. Ein bisschen von oben runterfallen. Bam. Bam. Aber wenn ich jetzt hier nach links gehe, komme ich auch nochmal runter. Ja, normalerweise soll ich jetzt eigentlich hier nach oben gehen. Aber ich möchte nochmal ein bisschen erkunden. Wenn falls das okay ist. Ist sowieso mein Video. Ich mache was weh. ja, hier nach unten. Zum einen. Geht das überhaupt? Oder ist wie so eine Treppe? Nicht Treppe, wie so eine Brücke. Komme ich gar nicht runter. Nee. Nee, komme ich gar nicht runter. Hm. Und hier? Da links gibt es ja zumindest auch noch mal was. Ich glaube, da komme ich auch nicht lang, oder? Vielleicht kannst du speichern. Zwar nicht brauchen, aber ist trotzdem schön. Zack. Schon abkürzen ganz viel. Hier nach ganz unten fallen. Ah, hier. Oh, was haben wir hier denn? Ein Energy Kit. Yay, jetzt haben wir 9 Leben. Hätten wir das auch vorher bekommen können? Ja, dann tut es mir leid, dass ich das verpasst habe. Nein, dann haben wir es jetzt. So, da links können wir leider noch nicht lang. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Dann müssen wir später nochmal vorbeischauen. Wahrscheinlich ist das auch ein Energy Kit. Autsch. So, und deshalb werden wir nun wieder zurücklatschen. Wo ist denn jetzt gerade? Ah, okay, nach diesem Raum gehen wir wieder zurück. Ich mag das. Mir gefällt der Double Jump, der ist echt cool. So. Hier links müsste es gewesen. Ja, hier links war es. Ah, alles klar, hier war es. Hier wollte ich die ganze Zeit lang. Okay. Was gibt's hier? Irgendwas Schönes?
Bisher nicht Nexus. Aha. Ich trau mich nicht. Nicht, dass ich in ihn reinspringe. Wow, knapp. Da oben ist ein Item. Aber ja auch! Item viele Kassetten! Du hast die Palette Kaffee-Flag freigeschaltet. Wechsle in dein Mini, um sie auszuprobieren. Ende aus. Wow, wir haben jetzt wirklich viele von denen. Okay. Nein! Jetzt habe ich es nicht mehr, oder? Nein! Moment! Ah, das gilt wie ein Checkpoint. Okay, das ist fair. Ich war so dumm und bin wirklich in ihn reingerannt. Ich glaube, das macht irgendwie niemand. Okay, ich würde sagen, wir werden dann in den nächsten Folgen immer wieder mal rüber wechseln mit den ganzen Dingen. Weil wir haben sehr, sehr viele von denen. Und ich würde gerne mal alle ausprobieren. So. Bevor ich das jetzt ganz beende, können wir hier hoch? Vielleicht. Nope. Wir haben zwar einen weiten Sprung, aber so weit leider auch wieder nicht. Tja, passiert. Na, dann kommen wir an das, ja, an das Energy-Kit nicht ran. Können aber dafür trotzdem hier lang. Und hier oben gibt es was. Aber wie komme ich denn da hoch? Interessant. Na, wie auch immer. In der nächsten Folge werden wir sehen, was der Computer zu unseren Taten sagen wird. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wertung freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Gato Roboto.